Hallo Freunde der Nacht, da bin ich, euer Sahadum mit einer neuen Folge Imperator Rom. Wir sind Sachsen. In der letzten Folge haben wir ordentlich migriert. Dadurch ist aber natürlich auch unsere Stabilität ganz schön weit nach unten. Und die Stabilität ist auch so weit unten, weil andauernd die Häuptlinge uns wegsterben. Das sind halt schon ein paar ältere Herrschaften und wir müssen mal gucken, dass wir frisches Blut hier in die Familien reinbekommen. Wir werden uns erstmal um unseren Herrscher kümmern, der ist halt auch schon 65, aber der ist unverheiratet. Vielleicht kriegt er ja noch mal Kinder. Mal gucken. Müssen jemanden finden, Hochzeit arrangieren. Wem gibt's denn? Alter, hallo? Haben die das neu angeordnet hier? Ich sehe das Alter gar nicht. Ach, hier. Nee, das ist Gesundheit. Wollen die uns veräppeln? Ach, das Alter ist hier. Das ist doch neu, Leute. Das war da sonst nie, oder? Das war da, stand da woanders. 37. Ist die jüngste. Gerissen. Listenreich. Epileptisch. Das ist nicht so gut. Vorsichtig. 6, 8, 5, 5. Die Gang. Könnte auch noch Kinder kriegen, aber die ist halt korrupt wie Hubert. Es wird uns aber nichts anderes übrig bleiben. Das ist die jüngste halt. Also, unser Volk scheint ganz schön überaltert zu sein. Ja, wir nehmen die jetzt hier. Marboda. Passt. Alle freuen sich. Wir kennen das Event. Los geht's. Der wird illoyal dadurch. Dem passt das anscheinend nicht. Der ist 70, Leute. Und der ist auch krank. Gicht und Arthritis. Steht eigentlich so unseren Herrscher? Ach du grüne Neune. Der ist da auch kurz vorm Abnibbeln. Wollen die uns veräppeln? Was hat denn der? Mentaka, eine Infektion und er ist gebrechlich. Wusa. In Behandlung begeben. Ja, der hat nicht genügend Geld. Dann müssen wir auf jeden Fall erstmal versuchen, dem Geld in die Tasche zu wirtschaften. Geld abzweigen. Er wird dadurch korrupter, aber er braucht halt Geld, um sich zu heilen hier. Und wir werden versuchen, noch eine Adoption zu arrangieren, weil wir müssen frisches Blut hier in die Familien reinbringen. 18. Marbodus. Ingotres. Also, Marbodus ist da einer von diesen Familien. Der ist 29. Auch nicht so schlecht. Den können wir mit reinnehmen. Das ist ein guter General. Zwar auch schon ein bisschen korrupt, aber 29 kommen, wir nehmen den rein. Genau, Dagarikes. Er soll auch den Familiennamen annehmen. Die Familie verliert jetzt ein bisschen Prestige, aber dafür gibt es jetzt einen Jungen mehr hier. Also einen jungen Mann mehr. In der Familie. Wir können sogar noch mehr arrangieren, aber wir lassen erstmal kurz ein bisschen die Zeit vergehen. So, und werden jetzt nochmal eine Adoption machen. Verachtete Familie, was ist passiert? Irgendwie einer gestorben? Oder hatte der einen Posten inne? Wahrscheinlich hatte der einen Posten inne, den wir dem da gegeben haben. Oder wie? Kann aber eigentlich nicht sein. Ein Ältester. Marbodes Familie.
Ein Elfer. Da haben wir den Zehner. Aber leider keiner aus der Mabodes-Familie. Der wäre aber spitzenmäßig und das ist auch ein wichtiger Posten. Da geht es nämlich um die Stammesmitglieder, die Zufriedenheit. Ja, ich weiß, Mabodes Familie ist jetzt verachtet. Das ist nicht so toll. Wie sieht es denn mit der Tankrit-Familie aus hier? Zwei von zwei Scheibenkleister. Können wir den Mabodes irgendeinen Forschungsposten zuschachern? Bestimmt. Tankrit, Rikleikos, Rikleikos. Müssen das zwei Rikleikos-Leute sein? Ja, müssen es. Scheibenkleister. Dann nehmen wir den raus hier. Theodos. Und einen Bambodes rein. Hier. Ein Fünfer. 18 Jahre. Den nehmen wir. Den hieven wir auf den Posten dort. Und schon sind die nicht mehr. Hä? Wieso? Mabodes. Mabodus? Mabodes? Ist das etwa nicht einer aus der Familie? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist doch. Ach, die haben noch einen Posten weniger? Hä? Das ist nur eins von zwei, sozusagen jetzt. Das ist ja schlecht. Was ist mit der Tankrit-Familie? Zwei von zwei, eins von zwei. Die Dagarikas-Familie hat einen Posten mehr. Und die Hildganis-Familie. Dagarikas und Hildganis-Familie. Oh. Da macht uns die Stabilität einen Strich durch die Rechnung. Unter 20 können wir keine neuen Leute in die Regierung hieven. Ja, und hier haben wir keinen Posten. Wird dann Schicksal. Migration können wir hier machen. Und hier ebenso niederlassen. Danke. Hier sind zwei. Das sind die zwei noch, die wir hier einsetzen können. Können sogar noch eine Adoption arrangieren. Uns geht es hier nur um junges Blut, Leute. Also der Rest ist nicht ganz so wichtig. Nehmen wir den noch mit rein. Können sogar noch mehr adoptieren. Aber ein paar werden wir auch noch. Ja, so viel gibt es gar nicht mehr. Ihr seht das ja hier. Wir warten mal ab, ob wir den Herrscher jetzt überhaupt noch eine Weile haben werden, weil, wie gesagt, er ist ja auch schon krank. Da kam es zu einer Schlacht, habt ihr das kurz gesehen? Die sind ja auf Piratenjagd hier. Unsere Flotte wächst immer mehr, wir bauen gar keine Schiffe mehr. Aber die assimilieren dann die Schiffe der Gegner. Störmanöver ist nach wie vor das Beste. Kornspeicher überfallen.
Das Oberste ist meistens das Beste. Ihr kennt das ja. Das hatten wir auch schon mal hier. Wir nehmen das Erste. Kostet uns zwar Geld, aber der Rest ist noch mit am besten. Das ist noch mit am besten von dem ganzen Rest. Er kann sich's leisten. Besitzt ihr noch im Ziehen? Müssen wir jetzt wegmachen? Nee, das können wir gleich so übergehen. Okay, geht in Behandlung. Hoffentlich bringt's was. Segimund Marbodes starb. Hatte der irgendeinen Posten inne? Er war Häuptling des Marbodes-Clans. Das war noch, glaube ich, der jüngste von den Häuptlingen. Der war um die 60, oder? Nee, 69, alles klar. Marbodes-Clan. Wen bekommen die jetzt? Ich hoffe, in den Jüngeren, dass wir hier ein paar junge Häuptlinge haben. Das gibt's doch gar nicht. Der ist auch 57. Aber das ist eine große Familie. Danach kommen Jüngere. Nicht ganz so einfach, Leute. Es wäre halt ein günstiger Zeitpunkt, hier mal loszulegen, weil Avernien ist ja auch zersplittert. Das kam übrigens auch in der letzten Folge zutage. Aber wir wollen erstmal zu einem sesshaften Stamm werden. Und dazu müssen wir unbedingt die Stabilität hochbringen. Provinz Dindanien. Wir importieren nicht länger Edelmetalle. Oh, hier sind einige Handelsrouten ausgelaufen. Das ist nicht so toll. Edelmetalle brauchen wir auf jeden Fall. Ach so, ne, das war nur eins. Okay, importieren Edelmetalle. Latinisch, Großmacht, römische Revolte. Ich komme gleich ins Kleckern. Was ist los? Ach du Kacke! Guckt euch das mal an! Was ist denn da passiert? Vor allem 600 haben wir jetzt gerade, da können wir auch gleich das Weltgeschehen machen. Aber ist das krass? Römische Revolte? Was ist denn da passiert? Die haben den Bürgerkrieg Rom. Das finden wir überhaupt nicht gut. Wir haben ja auch in der letzten Folge eine schöne Allianz gegen Rom geschmiedet. Bin ich am Anfang gar nicht so drauf eingegangen, Leute, oder? Hier, schaut es euch an. Unsere Allianz. Und jetzt haben die eine Revolte. Die haben Bürgerkrieg. Heftigst. Das ist eine Großmacht und das ist auch noch eine Großmacht. Kein Imperium mehr. Oha. Keine Weltmacht mehr wie Maurya. Wie wird das ausgehen? Das, ich glaube, das hatte ich noch nie. Auch in meinen privaten Spielen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir das in eins unserer anderen Let's Plays hatten, dass eine römische Revolte ausgebrochen ist. Ein Bürgerkrieg im Römischen Reich. Wie wird das ausgehen? Wir dürfen gespannt sein. Ich habe keinen blassen Dunst. Auf der Insel gibt es nichts Neues. Kantiakien hat hier nach wie vor die Oberhand. Die werden sich das wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen lassen. Karthago zerfällt. In Nordamerika, wollte ich gerade sagen. In Nordafrika immer mehr. Ägypten hat sich hier breit gemacht. Dafür werden sie aber weiter auf der Iberischen Halbinsel stärker, aber zusammen auch mit Rom. Rom hat man gerade genügend drüber philosophiert, dass die gerade einen Bürgerkrieg haben. Und das Seleukidenreich hat Krieg gegen Kappadokien. Die scheinen
den Krieg zu gewinnen, das Seleukidenreich, aber ihr seht es hier ganz gut, Maurya drückt das Seleukidenreich immer weiter weg. Heftigst. Ja, die hält hier keiner mehr auf. In Asien, Maurya. Vielleicht bekommt ihr auch nochmal irgendwann einen Bürgerkrieg. Und schaut euch das mal an. Kusch. Unser Kusch. Haben wir auch schon in Let's Play gemacht. Ist geschluckt worden. Fast komplett von Ägypten. Interessant. Über 6000 Einwohner Ägypten. Aber das Nonplusultra hier in diesem Weltgeschehen ist natürlich der Bürgerkrieg Roms. Naja. Uns soll's recht sein, oder? Edelmetalle. Wir bleiben dabei, dass wir mit den Römern nicht handeln wollen. Ich hoffe, das zersplittert komplett. Das wäre ja der Hammer. Wir handeln mit Potulalenzien in Apulien. Ja, kommt. Den handeln wir. Behandlung ist erfolgreich. Tributstaatzustrom. Vor kurzem gab es einen großen Zustrom an senonischen Händlern und Reisenden, die Insula Anglorum besuchten. Da Senonien unter unserem Schutz steht, haben sie sich uns geöffnet und den Versuch unternommen, freundlicher wahrgenommen und allgemein bekannter in unserem Land zu werden. Da beide Seiten so langsam die Vorteile dieser Beziehung erkennen, sollten wir versuchen, eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Art von Limitierung wir ihren Einfluss in Insula Anglorum setzen wollen. Ja, das ist unser Tributstaat. Können sagen, wir akzeptieren nur ihre Händler in der Stadt, lokale Wirtschaft plus 25% und wir bekommen 27 Gold oder wir sagen, erlaubt ihnen sich in Insula Anglorum niederzulassen. Wir würden zwei neue Bewohner bekommen. Ja, die Bewohner sind uns mehr wert als diese 30 Gold. Wir erlauben es ihnen, sich da niederzulassen. Behandlung ist erfolgreich. Sehr gut. Könnten wir denn das andere auch noch behandeln? Ich glaube nicht, ne? Mentagra? Doch, das könnte man noch behandeln. Aber das Gebrechlich? Glaube ich nicht. 0,05. Wir könnten es noch ein bisschen in die Länge ziehen, wenn wir ihm nochmal eine Behandlung gönnen. Deshalb Intrige Geld abzweigen. Auf geht's. Stabilität geht auch weiter schön nach oben. Rom bekämpft sich gegenseitig. Die römische Revolte will mit uns handeln. Wir schlagen das nach wie vor erstmal aus. Illoyale Provinzen. Naja, jetzt geht das los hier. Ich hab's schon befürchtet, weil die Stabilität halt permanent am Boden ist. Hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Provinzen. Oha, schaut euch das mal an hier. Provinzloyalität 32, 33. Hauptproblem ist natürlich die Stabilität, aber halt auch, wir machen hier kulturelle Assimilation. Aber das Hauptproblem ist die Stabilität. Wir werden jetzt die Provinzpolitiken erstmal nicht ändern. Das sind, wenn ich das richtig sehe, zwei Provinzen, die das hier betrifft. Treverien und Treveria Salutaris. Ja, rechts sieht man es auch. Wir warten erstmal ab, wie sich das entwickelt. Und die Stabilität geht ja nach oben. Opfer an die Götter läuft noch. Göttliches Opfer. Was hat er denn jetzt bekommen? Jetzt bekommt er auch noch Krebs. Unser Clanhäuptling.
Wir behandeln ein was und schwupps, schon kriegt er die nächste Krankheit. Jetzt geht es natürlich drastisch bergab. 1% pro Monat. Der macht nicht immer mal 2 Jahre mit. Täuschung der Justiz. In einer beachtlichen Darstellung von dreister Unfähigkeit hat Hildobald Gerhaukres heute Nachmittag den Besitz eines Besitztums von Sigimund Dagaricus angefochten. Seine Behauptung, die mit einer Reihe von offensichtlich gefälschten Dokumenten unterlegt werden sollte, wurde schnell als unwahr entlarvt. Sollen wir auf eine Entschädigung drängen? Der verliert 50 Gold und Sachsen gewinnt 50 Gold. Oder wir sagen, dieses Land gehört uns seit Generationen. Wir sagen, wir brauchen die Stabilität, wir nehmen das untere. Was? Ein Herrscher wurde geboren? Zwillinge haben wir bekommen. Da hat es sich doch gelohnt, dass wir da nochmal ihn verheiratet haben. Schön. Super. Häuptling des Tankri-Clans ist gestorben. Wem haben die jetzt? Das war das Falsche. Tankri-Clan. Auch wieder so ein älterer. Aber unsere Stabilität geht wenigstens nach oben. Wieder einer gestorben. Starb an Rohr, er war weiser. Können wir jetzt einen von der Mabodes-Familie hier mit reinbringen? Die haben niemanden, oder? Doch, hier hätten sie einen Vierer. Dann wäre die wenigstens nicht mehr verachtet, die Familie. Wir nehmen den rein. Ne, mit Rom handeln wir nicht. Rom scheint ja hier wieder die Oberhand zu gewinnen, oder? Können uns das mal in der Statistik anschauen. Wie sieht es denn da aus? Kohortenmäßig. Ja, die sind ungefähr gleich stark. Ich weiß gar nicht, wie das abläuft, so ein Bürgerkrieg. Weiß das einer von euch? Also, die Regeln, müssen die dann ja irgendwelche Punkte zurückerobern oder müssen die das gesamte Gebiet von der römischen Revolte zurückerobern? Das wäre natürlich genial. Denn selbst wenn Rom jetzt den Krieg gewinnen würde, könnten die ja nicht das komplette Gebiet zurückerobern. Außer die brauchen nur irgendwelche bestimmten neuralgischen Punkte besetzen. Wir dürfen gespannt sein. Ich habe nach wie vor Krieg. Komma 83, kann er sich nochmal in Behandlung begeben? Ja, er hat genügend Gold zusammen. Es wird eng hier. Wir werden den Krebs aber eh nicht wegbekommen, fürchte ich. Wir haben es aber probiert. Neues Ohm. Was nehmen wir? Korruption. Krieg wollten wir ja eigentlich erstmal keinen wieder vom Zaun brechen. Wir wollen ja erstmal zu einem sesshaften Stamm werden.
Nationale Produktion von Stammesmitgliedern. Ja, kommt, wir nehmen einen Tamfana. Versammlung der Clans, erst gestorben. Er wurde neue. 69. Der ist älter als unser vorangegangener Häuptling. Okay. Bastanien, Freundschaft. Nee, das ist uns zu viel. Wir würden zwar Politikeinfluss bekommen, aber wir haben genügend Politikeinfluss. Bastanien ist uns egal. Wir haben kein Interesse an diesem Fest. Wir erhalten dafür 3 Stabilität. Sehr gut. Was? Nicht zugewiesener Titel Kriegshäuptling? Das beeinflusst die Armeemoral. Da braucht man einen richtig guten. Ein Achter ist der Beste. Ja, nehmen wir den rein. Und jetzt werden wir das hier mit dem Tankrit-Clan genauso machen, dass wir hier Leute adoptieren. Wir hätten damit schon viel eher anfangen müssen. Aber es ist halt gerade jetzt die, ja, die Zeitperiode, wo die uns halt andauernd wegsterben. Adoptieren junge Leute. Ingast Mabodus. Nee, den können wir nicht aus dem Mabodus-Clan rausnehmen, dann sind die wieder verachtet. Merobaudes, 24. Der ist dumm. Und töricht. Spitzenmann. Waltraug Ingotres. Er ist korrupt wie Huberts. Aber der ist originell, energisch und listenreich. Ach komm, wir nehmen den. Noch einen zweiten. Den 29-Jährigen. Er ist arglos. Und willensschwach. Aber so, ja, Durchschnitt wenigstens von allem. Wir können nicht so wählerisch sein, weil ihr seht ja selbst, die Auswahl ist nicht riesig. Die nehmen nach wie vor extremst ab hier. Vielleicht sollten wir ja die Provinzpolitik mal ändern. Denke wir. Das werden wir machen. Nützt alles nichts. Den Statthalter nicht wechseln. Provinzpolitik. Hallo, hier. Das ist jetzt Treveria Salutaris. 0,33 und wenn wir raue Behandlung machen, sinkt es nicht mehr ganz so schnell. Dann werden wir das hier auch noch machen. Können das ja nochmal testen. Lokale Autonomie bringt, glaube ich, nichts. Nee. Dann auch nochmal raue Behandlung bitte hier reinhauen. Sinkt halt trotzdem weiter. Das ist das Problem. Unermüdliche Hingabe. Das bringt uns Stabilität. Kennen wir das kleine Mini-Event. Er ist noch nicht krank geworden und er hat auch genügend Geld auf der hohen Kante, um sich eine Behandlung zu leisten. Sobald wir einen jungen Herrscher haben, Leute, werden wir hier zu einem sesshaften Stamm. Ich wollte nochmal nachgucken, was uns denn das kostet. Fünf Stabilität nur.
Staatsland kodifizieren. Das wäre dann die nächste Stufe, oder? Ja, Schritt für Schritt. Erstmal das eine. Also die Kleinhäuptlinge wird man schon locker auf 33. Na gut, so locker auch nicht, wenn ich mir das hier so anschaue. Aber wir würden es wahrscheinlich hinbekommen. Aber das machen wir nur, wenn wir wirklich einen gesunden und guten Herrscher haben. Und die Stabilität auch noch höher ist als 28 im Moment. Oh, wartet mal. Opfer an die Götter können wir machen. Das fehlt doch, oder? Und schon steigt das wieder schneller an. Das ist gut. Ja, Weltgeschehen haben wir gemacht. Wir haben massiv migriert ein bisschen. Ja, ein bisschen migriert, aber was wir vor allem gemacht haben, halt adoptiert. Das ziehen wir weiter durch, dass wir da frisches Blut reinbringen. Und was wir halt gesehen haben hier, diese römische Revolte, das schwächt Rom. Egal wie es ausgeht. Die römische Revolte scheint aber zu verlieren. Aber es schwächt die trotzdem. Kann uns nur recht sein. Freunde der Nacht, Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal, würde mich tierisch freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.